So, ja, das sieht hier eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und 54.000 Waffen geht es natürlich gut. Siegpunkte 6.428. Ja, schauen wir uns mal die Befehlskarte an. Okay. Hier bei Buffen Mary's Heights. Vor Fredericksburg haben wir den Gegner eigentlich aufgehalten und sind bereit, einen Gegenangriff zu wagen. Und hier im Süden marschiert der Gegner in die Wälder. Und ich versuche jetzt hier, ihn zu umfassen und in den Wäldern einzuschließen. Sieht eigentlich sehr vielversprechend aus, das Ganze. Nun gut, die Hälfte der Schlacht wäre, also laut meinem Runde 12 und 24, die Hälfte der Schlacht wäre vorbei. Und ich mache hier mal eine kleine Aufnahmepause. Ich sehe euch dann später. Bis dann und tschüss, tschüss. Ja, hallo zurück. Und weiter geht's in der Schlacht von Fredericksburg. Wir sind, glaub, ups, in der. Ja, wir können die Runde beenden, so wie ich das sehe. Oder haben wir hier? Nein, hier haben wir auch schon alles gemacht. Gut, beenden wir mal die Runde. Okay, und der Gegner greift nicht mehr an. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann greifen wir eben an. At ease, man. 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 Okay, die sehen alle ziemlich geschwächt aus. Könnten wir eigentlich. Ein Flankenmanöver durchführen hier? Gut, die Aufstellung ist jetzt gerade nicht optimal, aber sollte eigentlich reichen. Und hier, was machen die denn hier? Greifen natürlich die Stärksten an, obwohl es ein bisschen eine weite Distanz eben unsere Kanonen machen kaum Schaden, aber wir müssen die stärksten Einheiten des Gegners angreifen und nicht die Schwächeren.
So. At ease, man. At ease, man. Okay, da ist im Westen noch was gekommen. 13 sind wir jetzt oder 14? Ich habe es gerade gesehen, habe schon wieder 14 sind wir sogar. Okay. Ja, da haben wir einen Zug vergessen zu speichern. Der hier, den nehmen wir natürlich sofort nach oben. Okay, keine Munition, aber das ist natürlich kein Problem. Wir haben ja genug Vorräte, wie wir hier oben sehen. At ease, man. At ease, man. At ease, man. Okay, sie stoßen in die Wälder vor. Wunderbar. Ich dachte schon, die ziehen sich zurück, aber nein. Was 3150, uiuiui. No, sir. Ripley, ja,
denke ich doch gleich an Alien, das unheimliche Wesen, oder wie der Film nochmal hieß. Ein Science-Fiction-Horror-Klassiker. Du gehst weg, aber du gehst hier hin, genau. Und oh, das ist natürlich gut, haben wir noch ein paar starke Einheiten, die können wir brauchen. Ich muss jetzt schauen, das ist ein bisschen weit weg, aber... No, sir. Okay, die sind alle ziemlich schwach. Gut, mehr können wir hier unten auch nicht tun. No, sir. At ease, man.